Freunde, ich bin zurück. Und wir spielen wieder natürlich Halo Comedy Evolved Anniversary. Ich sag, wie es ist, ey. Ich bin ultra fertig. Es ist ganz schlimm. Wir haben es jetzt Sonntag. Ich heiße erstmal alle nochmal herzlich willkommen. Alle Leute, die sich als Menschen identifizieren. Ich bin übel durch. Ich weiß nicht warum. Es ist Sonntag. Okay, ich habe auch am Freitag echt viel, viel Schule gehabt. Und am Samstag auch noch Schule. Und jetzt hätte ich Wochenende und jetzt hätte ich sogar Ferien. Ach, wir waren hier. Aber jetzt nerven mich auch noch andere Leute. Ja, aber ich gehe halt arbeiten, weil es halt Spaß macht, ne? Pam. Pam. Mach mal auf, komm. Will er nicht, ne? Das habe ich mir leider gedacht. Schnell rein. Okay, war eine scheiß Idee. Ich merk's schon. Lustig gemeint, war aber scheiße. Stimmt, wir haben noch die Sniper dabei. Einmal alles durchladen, bitte. Granaten haben wir keine anderen. Aber das war doch gar nicht so schlecht. Oh Gott! Oh Gott, lauf! Wo ist er, der Blaue? Ja, dann kommen hier noch die ganze Zeit Nachrichten. Bestellen wir mal das und das und das und das. Und ich denke mir jedes Mal nur so, Alter. Ja, ich weiß, ich habe Amazon Prime. Aber in der heutigen Zeit können das auch andere Menschen haben. Kein Schild mehr. Ja, schon anstrengend. Und jetzt nächste Woche komplett arbeiten. Eigentlich sind Ferien zum Entspannen da. Aber nein, ich gehe 40 Stunden arbeiten, weil man das so tut in Deutschland. Eigentlich hätte ich irgendwas anderes aufnehmen sollen. Ja, wobei, hier kann man schon auch, ne, ein paar Aliens abballern. Ist ja auch ganz schön. Ah, ich weiß auch nicht, irgendwas Entspanntes hätte ich spielen sollen. Oder Entspannendes. Aber was ist denn entspannend? Ist ja immer relativ. Eigentlich ist ja Halo gar nicht so wild. Es sei denn, ich werde wieder getötet. Weil ich schon wieder nur zwei Leben habe. Dann kotze ich wieder im Strahl. So. Da sind noch mehr. Ich habe doch noch einen gehört. Hecheln wie so ein Köter. Ja, so viel zu mir. Und wie geht's euch so? Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Das werdet ihr ja jetzt am Dienstag sehen. Ja, Dienstag. Ich hoffe, euer Februar läuft soweit gut.
Ihr hattet einen schönen Valentinstag jetzt letzte Woche. Und freut euch, dass bald der März beginnt. Oh shit! Weißt ihr, wie dumm ich gerade war? Weißt ihr? In Valorant benutzt man alles mit F. Aber wir sind hier in Halo, nicht in Valorant. Das war arg dämlich. Egal. Hat keiner gesehen. Ja, der März kommt bald. Motorradsaison geht bald los. Hallo, Kollege Turnschuh. Motorradsaison fängt bald an. Ich habe meine Klamotten bei Louis abgeholt. Alter, richtig geil. Also, es war schon teuer, die reinigen zu lassen, aber war schon. Also sehen schon aus wie neu. Kann man nichts sagen. Also da gab es gar nichts zu bemängeln. Oh, gerade die Handschuhe. Die Handschuhe sahen schon übel aus. Da war halt so viel Fliegenschiss dran. Und die haben das so gut sauber gemacht und gepflegt und alles. Es riecht wieder wie geiles neues Leder. Es sieht aus wie neu. Ich bin ehrlich, den ganzen Scheiß mit Protektoren raus und hin und her, das ganze Ding waschen, bis du die ganzen Ledersachen da hast. Ich habe gedacht, ich gönne mir einfach mal den Service. Und es hat sich rentiert. Kann der bitte aufhören, mich abzuschießen? Ich bin hier, der Leute abschießt. Komm zurück. So nämlich. Oh Gott. Da kam der Dicke vom Himmel gefallen. Die da hatten immer Energieklingen, die man benutzen konnte, ne? Die Energieklinge war so geil. Die hat alles One-Hit gemacht. Die gibt's nicht mehr hier. Das war in Reach schon besser. Kollege, Leben ist gering. Der klebt an ihm. Ihr helft mir gar nicht. Ja, kleines Update zu meinen Kopfhörern. Ich habe jetzt hier HyperX Cloud 2. Sehr geile Kopfhörer. Kann ich jedem empfehlen. Sehr angenehm auf Dauer. Also, hab's ja jetzt auch im Stream angehabt. Ja, ich streame auch. Und war wirklich angenehm. Und 3 Stunden am Stück. Und länger. Hab danach auch noch weiter gezockt. Es war gut. Das mit der Sniper hier ist jetzt sehr geil. So macht das Spaß. Diesmal darf ich aber nicht runterfallen. Da gibt es keinen unten drunter. Scheiße, jetzt ist er weg. Naja.
Machen wir den weg. Er rennt aber auch hin und her. Weiß gar nicht, was er machen soll. Und trotzdem tot. Für Sniper noch mal ein paar Munis. Ich kann das gar nicht. Oh Gott. Ach, Scheiße. Ich kann das Glas gar nicht zerschießen. Das ist Kacke. Schnauze. Haben wir sie jetzt alle hier? Erstmal die Dicken. Das hat er nicht gesehen. Das hat er gesehen. Das war aber voll der Treffer. Frechheit. Komm schon, Schild. Die mit Schild, gell? Die machen mir auch immer wieder Probleme. Man glaubt's gar nicht. Pam. Waren das gerade drei auf einen Streich? Wie komme ich eigentlich darüber? Oder war ich da drüben schon? Hätte ich da auch rüber gekonnt? Ich weiß es nicht. Will ich da hin? Muss ich da noch hin? Ich habe ja gar keine Ahnung. Da ist doch einer neben dran. Naja, okay, ist er nicht. Da ist aber einer hinter mir. Scheiße, ich muss die auf der anderen Seite wegmachen. Das gibt sonst nichts. Ich will nicht so viel Munition wegballern fürs Scharfschützengewehr. Ah, jetzt wacht er natürlich auf. Sonst nie, jetzt schon. Frechheit. Ah, fress mal eine Granate. Pam. Komm her. Dicke Rote. Sehr schön. Was brummt hier so? Ach ja. Alter, jetzt hat er aber geworfen. Scheiße. Ich darf nicht verschießen. Das geht nicht kaputt, das ist gut.
Und weg ist er. Ich bin einfach nicht schnell genug beim Zielen mit so einer Sniper. Das war wieder sehr gut. Komm da raus. Da von vorne schießt auch wieder einer. Es ist wieder sehr ruhig hier. Kein bisschen Musik vorhanden. Ich habe übrigens, die nächsten Games gibt es jetzt auch mit Facecam. Greenscreen funktioniert jetzt. Ich habe mich nochmal sehr genau damit befasst. Im Stream hat es auch funktioniert. Da werde ich auch noch mal ein bisschen was hochladen vom Wochenende. Das läuft jetzt. Jetzt hüpft er weg. Du kriegst noch einen mit der Sniper rein. Sehr schön. So, das war's. Das gefällt mir nicht. Die Sniper war schön. Die ist schon geil. Aber was willst du machen? Hilft ja nichts, ne? Als ob der hier noch lebt. Oh, ich wollte gerade sagen, hier war noch irgendwo ein Unsichtbarer. Shit. Okay. Lauf nicht weg. Ich weiß, ich will dir wehtun, aber so ist es halt. Tut mir leid. Jetzt noch irgendwas an Munition hier? Nö, nö, dann nicht. Okay, Brücke geschafft. War ja doch entspannt. Darauf erstmal einen Schluck trinken. Wasser von gestern. Ich sag, wie es ist. Ich laufe hier im Kreis. Und ich bin tot. Ach, nur ein Leben ist wieder Kacke. Es ist einfach. Das war doch die richtige Richtung. Es sieht aber auch alles gleich aus hier. Ich sag, wie es ist, ja. Das war ein Treffer. Sehr schön. Es ist viel zu ruhig, das ist unangenehm. Genau das meine ich. Dann steht da so einer um die Ecke. Danke. Okay. Warum glaube ich jetzt, dass hier irgendwas Dickes kommt?
Ist hier sonst nichts. Ich soll einfach nur hier durch. Und dann zum nächsten. Habe ich eine Karte? Ich hätte gerne eine Karte. Nee, hier bin ich reingekommen. Okay. Dann gehen wir hier wieder raus. Weil hier scheint ja sonst auch nichts zu sein. Nö. Gehen wir hier wieder raus. Lauf zu deinen Freunden. Kabum. Was war eigentlich unsere Mission? Mal ehrlich. Erreichen Sie den Übergang zur dritten Schlucht. Ich laufe hier durch diese Dinger durch. Hehehehe. Hi. Das gibt ein schönes Thumbnail. Ja, weil gefühlt, die ballern hier einfach nur durch die Gegend und laufen von einem Raum zum nächsten, die alle gleich aussehen. Die Granate darfst du selber haben. Okay, da ist einiges kaputt gegangen. Aber der Dicke steht hier noch, oder? Da ist ein Dicker draufgegangen. Nimm mal eine Granate mit. Verteile ich gerne, kein Problem. Du Idiot. Die Kleinen sind schon lustig. Und jetzt sind sie ein bisschen assi. Oh, Schild ist low. Jetzt geh mal runter. Führt ja doch kein Weg dran vorbei. Der andere ist tot, okay. Ganz schlimm in Valorant. Ich vergesse immer nachzuladen. Ich weiß nicht warum. Manchmal stehe ich da und habe noch 3 Schuss. Also und habe Zeit. Es ist jetzt nicht so, dass ich hier dann am Ballern bin. Ich weiß nicht warum. Hier vergesse ich das nicht. Die Musik ist zurück. Hallo Musik. Schön, dass du da bist. Das ist jetzt die andere Seite von der Brücke. Oh Gott. Nicht gleich schon wieder Leben verlieren. Ein Leben ist schon weg. Natürlich lebt der Dicke noch. Oh. Ja, klar. Natürlich steht auf der anderen Seite jetzt so einer. Warum wusste ich, dass sowas kommt? Und ich schieß auch noch durch.
schon wieder nur noch ein Leben. Und es sind natürlich auch zwei. Bullet Drop kennt das Ding auch nicht. Bleibt genau da stehen. Ist der andere auch tot? Sieht mal so aus. Nein, er ist natürlich nicht tot. Aber wo ist er? Ich habe schon wieder nur ein Leben. Immer noch besser als kein Leben, ne? Aber das ist ja Standard. Da steht er. Und tot. Scheiße. Ach so, hier hat's gespeichert. Ich dachte, jetzt fange ich wenigstens drinnen an und hätte wieder volles Leben. Auch frech. Jetzt versteckt er sich da hinten, der kleine Arsch. Das war's jetzt für dich, Kollege. Sag mir nicht, es gibt keinen Ton. Warum? Oh Mann. Oh Mann, warum ist das umgestellt? Es hat alles funktioniert gestern. Ey, tut mir leid, es gibt jetzt, glaube ich, nur meine Stimme, weil das nochmal neu startet, wenn ich neu starte. Dann muss ich nochmal von ganz neu starten. Und da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Also wirklich, sorry, aber so komplett alles nochmal neu machen, habe ich wirklich keine Muße zu. Ich bin tot. Wie er sich freut. Nicht nachgeguckt. Ich bin selber dumm. Ich bin selbst schuld, dass ich das einfach nicht nachschaue. Ich reg mich nur auf, dass keine Musik da ist. Also sorry, wird halt ein bisschen leise. Die ersten 25 Minuten. Es tut mir ja auch leid. Scheiße. Da ist noch eine Granate. Wo? Oh Gott! Scheiße! Ich hab ihn wieder nur gehört. Ah, und wieder hier. Ein Leben nur, ich könnte wieder ausflippen.
Bei Noble 6 hat sich das wenigstens ein wenig regeneriert. Hatte nie nur ein Leben. Ist er jetzt tot oder nicht, Anna? Der Anna, die Anna. Nein, ist er nicht. Warum auch? Ich habe ja nur mit dem Raketenwerfer drauf geschossen. Meine Fresse, hey. Gesprungen. Wo ist der Dicke? Ich habe ihn gehört. Da ist er. Okay. War es das dann jetzt? Haben wir es dann jetzt? Also wie gesagt, das mit dem Sound tut mir leid, aber war eh keine Musik an. Es gab nur ein bisschen Geballer zu hören. Ich könnte einfach ein bisschen rumschießen und das drüberlegen. Würde sich nichts ändern. Mal ganz heimlich klatschen wir hier die Hälfte weg. Scheiße, jetzt hat er uns gesehen. Lass mich hier rein. Das war eine scheiß Idee. Und wieder runter. Ja. Mein Gott. Sei nicht so widerspenstig. Ich will dich doch nur umbringen. Das geht tief runter. Da will ich nicht reinfallen. Da sind wir reingekommen, oder? Irgendwas, BD-Pack oder so. Da schläft noch einer. Nee, kein BD-Pack. Das ist sehr, sehr schade. Aber was willst du machen? Ja sein können. Ich hätte auch draufschlagen sollen. Das ist immer sehr gut, wenn der Unsichtbare schon mal tot ist. Da war einer. Bitte halte noch lang. Oh Gott. So einer. Da ist bestimmt noch ein zweiter. Sie sind nie alleine.
sichtbar. Wenn ich eine Superwaffe hätte. Die haben jetzt erwartet, dass ich vorher alle wegknall, ne? Weil dieser Kinomodus hier gerade war. Naja. Analyse. Das muss der Kontrollraum sein. Raffiniert. Och nee. Der Eingang befindet sich in der Spitze dieser Pyramide. Wenn du hier reinkommen. Und tot. Scheiße. Wir gehen zurück und gucken, ob wir noch was finden. Das geht nicht anders. Oh, nicht die. Stopp! Stopp! Pause. Ich das Ding immer noch in der Hand. Absolut beschissen. Absolut beschissen, dass ich ihn nicht gekillt gekriegt habe. Scheiße, ich sollte echt Munition sparen. Natürlich spreng ich mich selbst weg. Okay, da haben sie sich gegenseitig weggemacht, das war schon mal gut. Schweres Gerät, 35 von 35. Fuck. Weh, es rentiert sich nicht. Natürlich schießt er mich jedes Mal ab, wenn ich auch nur einen Meter reingehe. Okay, also den einen Dicken wegmachen. Dann chillen. Dann den anderen Dicken wegmachen. Der eine Dicke knallt jetzt eh den mit Schild weg, oder? Nein, tut er nicht. Warum sollte er auch? Komm, Schild. Mach mal voll. Er ist einfach nicht da. Wieso ist er nicht da? Natürlich hüpfen sie wieder aus dem Weg. Wir laden gleich noch einen rein, falls wir zweimal drauf schießen müssen. Och nee. Hör auf, geh weg. Oh gut. Analyse. Das muss der Kontrollraum sein. Raffiniert. Ja, entspann dich, Cortana, da gehen wir gleich erst hin. Der Eingang befindet sich an der Spitze dieser Pyramide. Wenn sie mich darauf schaffen, dürften wir reinkommen. Erst suchen wir Munition. Aber schön, dass die Musik wieder da ist. Ich
wusste doch, hier liegt was. Ich hab's gewusst. Die schicken einen nicht einfach so los, ohne nochmal Munition bereitzulegen. Gejagte Jäger-Errungenschaft. Moment. Nein. Stopp. Das soll es für heute gewesen sein. Wie gesagt, tut mir leid mit dem Sound. Müssen wir mal gucken, was wir damit machen. Ich danke trotzdem vielmals fürs Einschalten und wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Bis dann.